Weltliteratur für Kinder. Neu erzählt von Barbara Kindermann. Romeo und Julia. Nach William Shakespeare. Gelesen von David Striso. Eine Produktion der Hörkompanie. In Verona. In einer Stadt in Italien lebten einst zwei mächtige, adlige Familien, die seit vielen Jahren miteinander im Streit lagen. Ein uralter, tiefer Hass trennte sie. Die eine Familie hieß Montague, sie hatte einen stattlichen Sohn namens Romeo, die andere hieß Capulet. Ihr ganzer Stolz war eine wunderschöne Tochter. Julia. Der Zwist zwischen den beiden Häusern ging so weit, dass sich selbst Diener und Freunde der Familien bekämpften, wenn sie einander begegneten. Nicht selten stürzten sie sich sogar mit ihren Degen aufeinander. Der Prinz von Verona war sehr verärgert über diese törichte Feindschaft, denn immer wieder brachte sie große Unruhe in seine Stadt. Als er eines Tages erneut dazu stieß, wie zwei Diener der gegnerischen Häuser miteinander kämpften, trieb er die Streithähne auseinander und rief zornig Ihr Friedensfeinde, hört auf mit diesem sinnlosen Hass. Wer je wieder die Ruhe unserer Stadt stört, wird mit dem Tod bestraft. Lebt endlich in Frieden und Freundschaft. Nun begab es sich eines Tages, daß ein junger Edelmann namens Paris beim Grafen Capulet vorsprach und ihn um die Hand seiner schönen Tochter Julia bat. Der Vater schüttelte bedenklich den Kopf und sprach: „Julia ist eigentlich noch zu jung zum heiraten. Doch soll sie selbst entscheiden. Wenn auch sie es will, werde ich einer Hochzeit gerne zustimmen.“ ich gebe heute ein Fest. Kommt dazu, und ich werde euch mit Julia bekannt machen.